So, und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Tipp. Wer es immer noch nicht geschafft hat mit der Rose oder wer ganz besonders verliebt ist, hat noch eine zweite Chance. Und zwar, ich zeige euch, wie man das mit einer Orange noch verbessert. Und jetzt könnt ihr auf einen tollen Orangenstern auch noch mitten die Rose dekorieren. Und dann sieht es noch hübscher aus für alle, die noch verliebter sind. Und das zeige ich euch jetzt. Und jetzt wünsche ich allen Verliebten einen wunderschönen Valentinstag mit einer Tomatenrose